Ja, na, 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 na. Hallo, 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 Leute. So, Windows ist hochgefahren. Und zur Ideenverwirklichung der Koranverbrennung. Weil ich will ja 10.000 Stück verbrennen. Diese Kopien kann ich mir erstens mal nicht leisten. Und zweitens, wo soll ich 10.000 Bücher verbrennen? Das ist ein bisschen viel Arbeit. Darum habe ich das Ganze schon vorbereitet. Hier ist meine Bibliothek mit 10.000 Stück. So wie ihr hier die Infos seht, die Bibliothek hat 10.001 Inhalte. Das eine ist noch so eine Desktop-INI. Datei, die ist für uns von wenig Belang. Was für uns wichtig ist, dass ich den Koran verbrenne. Ich habe mir natürlich auch eine arabische Version heruntergeladen, um ganz sicher zu gehen, dass wir das heilige Arabisch auch verbrennen. Und ihr seht schon hier das Deckblatt des Buches. Dann ist das wohl die öffnende hier, Sure 1 nehme ich mal an. Dann geht es hier los mit Sure 2. Ihr seht, ist Arabisch das Ganze. Das heilige Arabisch, das ja nicht verbrannt werden darf. Und das Buch muss ja immer, also der Koran muss immer zu oberst in einem Stapel liegen, etc. So heilig ist das Ganze. Nun, wenn es so heilig ist, dann wird Gott mich wohl daran hindern, dass ich jetzt diese 10.000 Stück verbrenne. Ich sage explizit verbrenne, weil ihr seht schon, mein Papierkorb heißt nicht Papierkorb, der heißt Höllenfeuer. Und hat auch ein Symbol hier vom kleines Feuerchen. Ja, dann gehen wir hier mal rein und markieren alles und dann rechte Maustaste drauf. Dauert natürlich da ein bisschen und dann hier löschen. Sollen diese 10.000 Elemente in den Papierkorb verschoben werden? Also zuerst werfen wir oben. Ich kann die nicht da verschieben, sondern nur direkt löschen. Ja, dann löschen wir das Ganze. So, ich vernichte gerade, wie ihr seht, 10.000 Kopien vom heiligen Koran in der arabischen Fassung. Das ist schon ziemlich krass, oder? 10.000 Kopien. Das sind alles die gleichen. Jedes einzelne ist das gleiche Buch. Aber halt in digitaler Form. Ja, jetzt ist er bei 5.000 angelangt. Die Hälfte hat er schon vernichtet. Komm, noch ein bisschen. Ja, jetzt hat er 8.000 Stück. Noch 2.000 Stück muss er zerstören. So, die Bibliothek ist leer. Noch nicht ganz, noch irgendein Prozess wird im Hintergrund noch verarbeitet. Geben wir ein bisschen Zeit. So, jetzt sollte es eigentlich gut sein. Ihr seht, das Icon hat sich auch hier geändert. Ich nehme mal an, der hat ein paar Stück, konnte er in den Papierkorb behalten, hat sich direkt sofort gelöscht. Ihr seht schon, es wird brennen. Und Inhalt tue ich jetzt noch den Rest verbrennen. Ja, und weg damit. Geht jetzt auch noch ein bisschen. Der fertig ist, brennt das Höllenfeuer nicht mehr ganz so stark. Das heißt, müsste sich dann das Icon hier wieder zurückändern zum kleinen Feuerchen. Noch ist es ein großes Feuerchen. Nun, ihr habt gesehen, es funktioniert. Gott hat mich nicht daran gehindert. Die 10.000 Stück sind weg.
Die sind nur noch mit Mühe wieder bringbar. Aber da es eine virtuelle Maschine ist, werde ich die auch löschen, die virtuelle Maschine. Und dann ist das Ganze komplett weg. Ist doch ein bisschen traurig, nicht? 10.000 Korane einfach so verbrannt. Bücherverbrennung, das ist ein anderes Thema, will ich jetzt auch noch direkt ein bisschen besprechen. Generell ist Bücherverbrennung nicht gerade die beste Idee, die man hervorbringen kann. Aber auch da muss man alles differenziert betrachten. Bücher sind wichtig im Leben, in der Bildung des Menschen. Allgemein war es schon immer wichtig, ein Buch zu haben, ein Buch zu besitzen, lesen zu können, schreiben zu können und den Inhalt auch verstehen zu können vielleicht. Also generell, wie gesagt, Bücherverbrennung ist nicht die wahnsinnigste, klügste Idee, aber sie ist dann nicht so schlimm und vielleicht sogar okay, wenn man Kopien hat. Zum Beispiel jetzt vom Koran in der digitalen Form. Ich hatte 10.000 Stück und ich habe noch auf einem anderen PC, also auf dem normalen Festplatte, besser gesagt, im gleichen PC hier, habe ich noch die gleiche Form vorhanden. Also sie ist nicht ganz verschwunden. Und darum geht es eigentlich bei der Bücherverbrennung. Wenn das Ganze wieder bringbar ist oder problemlos kopierbar ist, und da ist die heutige Form, das heutige Zeitalter des digitalen Kopierens, das wir hier haben, ist einfach wahnsinnig toll. Da geht nicht einfach etwas sofort für immer ins Nirvana, ins Höllenfeuer, wie bei mir hier, sondern ich kann es hier auf meinem PC haben, ich kann es rüberschicken auf mein Handy, ich kann es rüberschicken auf meinem Wohnzimmer-Server, ich kann es schicken auf einen Webserver online, irgendwo in einem Datencenter, ich kann es auf kostenlose Dienste wie Dropbox oder Google Drive oder SkyDrive von Microsoft, ich glaube es heißt SkyDrive, und es gibt noch tausend andere Varianten von Speicherung im Netz. Also es ist nicht mehr so tragisch wie früher, dass die Bücher dann komplett vernichtet sind und nie wieder restaurierbar oder wieder bringbar. Das ist nicht komplett verloren. Und das andere ist, warum habe ich jetzt den Koran verbrannt? Ich halte es auch nicht für schlimm, wenn man den physischen Koran verbrennt. Aus dem einfachen Grund auch, um zu zeigen, dass er nicht heilig ist. Er kann verbrannt werden. Erstens physisch, also das Papier, das physische Papier. Oder, wie ihr es gesehen habt, digital. Und Muslime werden vielleicht jetzt das Video irgendwann sehen und denken, was soll das? Was soll das beweisen? Das ist halt nur eine Digitalkopie, das ist nicht so schlimm, eben weil man es überall hinspeichern kann. Aber genau das ist der Knackpunkt. Es ist nur Schrift, einfach in einer neuen Form, in einem neuen Medium. Früher hatte man nur Bücher, dann kam irgendwann das Fernseher, also Radio, Fernseher, und jetzt haben wir auch das Internet. Und früher war es schwerer, wenn du ein Buch verbrannt hast, dass dieses Buch dann irgendwie noch gesichert war. Heute ist das kein Thema. Aber der Inhalt ist der gleiche. Die arabische Schrift darin ist arabische Schrift. Weil es jetzt nur digital gespeichert ist, macht es nicht anders. Im inhaltlichen Sinne. Und da muss sich ja dann jeder Muslim fragen, was heißt das für mich eigentlich? Er kann Bücher verbrennen, Bücher zerstören, ohne irgendwie dafür belangt zu werden, ohne dass man sauer werden kann vielleicht. Gut, Muslime werden sicher trotzdem sauer werden können. Ist ja bei einigen Muslimen immer gang und gäbe, sie können immer sauer werden. Was ich aber damit sagen will, ist, der Inhalt ist der genau gleiche. Ich hätte jetzt das ganze PDF-Format-File drucken können auf meinem Drucker und dann die Blätter verbrennen. Ich hätte dann einfach mehr Sauerei gehabt. Ich hätte dann schauen müssen, dass ich das entsorge, die Asche etc. ordnungsgemäß etc.
Im Endeffekt ist es aber immer noch der gleiche Inhalt, einfach in einem neuen Video. Und es ist völlig bescheuert, wenn einige Muslime denken, nur weil jetzt irgendein Mensch ein Buch verbrennt, das Koran heißt, dass das irgendwie heilig wäre und ihn dafür zu bestrafen. Wir können auch versuchen, mich zu bestrafen, habe ich kein Problem damit. Meine Adresse ist auffindbar, habe ich schon eingeblendet in der Spezialsendung von Charlie Hebdo, ganz am Schluss. Könnt ihr reingucken, könnt ihr vorbeikommen und mal mit mir Tacheles reden. Ich habe 10.000 Exemplare von euren heiligsten aller Bücher verbrannt. In der tollsten, poetischsten, prosamäßigsten Sprache überhaupt, dem Arabisch. Und tschüss.